Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. So, ihr hört jetzt gerade keine Musik, außer der Sound, der hier ist. Hat folgenden Grund, und zwar möchte ich gerne mal ein neues Tool ausprobieren. Und das sieht wie folgt aus. Also, das würde ungefähr so aussehen. Und dabei spiele ich natürlich auch die. Musik, ich muss sie nur ein bisschen leiser machen. Einen Moment. So. Sollte jetzt besser sein. Ja, sorry dafür. War ein bisschen laut. Habe ich vergessen runterzudrehen. Ich hoffe mal, es funktioniert so wie es ist. Es ist jetzt momentan noch da oben. Also quasi hier oben. Im Spiel selber, also wenn ihr auf dem Spielfeld, bedeckt es einfach nur die Karten des Gegners. Die sieht man hier eh nicht, also ist es ja egal. Aber das ist die einzige Möglichkeit, so halt sowas zu machen. Mit Pokémon-Style. Und ich habe es auch versucht, wieder hier in diese Ecke. Aber das ist einfach zu klein dann. Und so seht ihr jetzt viel mehr und schneller den Titel. Was jetzt gerade läuft. Das kann man sogar auch über YouTube laufen lassen. Ich habe sogar jetzt die Musik über YouTube laufen. Und dann wird es immer angeblich aktualisiert. Ich bin gespannt und ich bin auch gespannt auf eure Reaktion, ob ich das weiterhin behalten soll oder ob ich das, wie gehabt, hier das alte einblende mit den Dingens. Da muss ich mir immer die Lieder runterladen und dann über Windows Media Player das dann Ganze abspielen. Das ist jetzt die Alternative hier oben. Wie gesagt, hier, das ist ja eigentlich. Geld sieht man, wie man sieht, das sieht man noch ein bisschen. Alles ist noch in Ordnung. Gut, was ist hier los? Tauschgeschäft abgeschlossen. Yes! Wir haben Dialga. Nice! Turnier abgeschlossen, 12 Punkte. Und das. Okay, eine neue Anfrage. TP292. Akzeptieren. Muss man bald auch mal welche hier rauslöschen. Heißt das, dass es noch nicht bestätigt ist? Das hier. Keine Ahnung. Wo ist jetzt ein Neuzugang? Oder ist das der Neuzugang jetzt? Der jetzt. Ne, hier, TP. Naja. Was mache ich denn? Ach ja, Shaman ist aktuell, wie es aussieht. Mit einer Shaman EX-Karte. Die kriegt man auch so nicht in den Shop, ne? Die kriegt man nur tatsächlich über so ein Jubiläum. Ein bisschen traurig. Das ist tatsächlich so, wie ich vermutet hatte, dass man nur das Tohaido plus die vier Booster, und das ist einfach nur eine Anregung, was drin sein kann. Wie gesagt, ich finde, es ist einfach zu teuer. Vier Booster kosten gerade mal 800. Und das sind, wie gesagt, nochmal zwei Booster mehr. Die man da noch. 6 Booster hätte man mindestens reinpacken können. Dann wäre es, glaube ich, nicht so schlimm. Ne? Das selbst hat sich noch keine gemeldet, als Gast aufzutreten. Mal schauen. Gut. 5000 haben wir. Noch so viel hatte ich nicht erst. 4000. Ah, okay. Ich freue mich drüber. Ja. Wie sieht's aus? Versus-Modus.
5 Tage noch. Ich muss hier was machen. Leute, ich muss hier langsam mal loslegen. Keine Ahnung, welches Deck ich jetzt nehmen soll. Ich werde jetzt tatsächlich... Feuer und Flamme benutzen. Hatte ich das schon? Ne, ich hatte Kwajutsu Alucard abreißen. Und Feuer und Flamme. Metronom dauert noch, da fehlt nur noch das Rayquaza und Mega Rayquaza. Dann kann ich das endlich auch mal zocken. Oder sollen wir heute mal was ganz anderes machen? Nebelaktion ist auch relativ stark. Ohnmachtsfall kann ich eigentlich auch vergessen. Was habe ich denn noch? Stahl, Jäck, Sonnenofen, Radikal. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt, ne? Honeisel könnte ich auch mal wieder zocken. Hat sich ja auch einiges getan. An den Pokémon, Oweiß und das vergiften. Ja. Um halt die ganzen Hyperbälle zu benutzen. Ja. Kampfhander, um die Pokémon hier kaputt zu machen. Die noch präsent für Bienenbefehl. Ja, ist jetzt ein bisschen stärker als vorher. Aber gut, wir machen jetzt Mewtwo und Mewdeck. Und zwar das hier. Mit 3 Mewtwos. 2 Splitterschuss, 1 Phantomwelle, Mew, Bodyguard, Incognito. Da frage ich mich gerade, 2 Mews. Habe ich da irgendwie was? Ich habe nicht mal so ein Ding an. Ich muss das, glaube ich, nochmal bearbeiten. Deckmanager. Nein, das war hier erweitern. Das war jetzt, das Pokémon kann die Angriffe von Belingen deiner Basispunkte im Spiel einsetzen mit Domalytics. Da brauche ich Dingens für. Der kann weg. Der kann eigentlich auch weg. Dann packen wir dort den Gürtel ein. Dann passt das hier. Incognito war ich jetzt gerade überlegen. Brauche ich eigentlich nicht zwingend, ne? Eigentlich nicht um einen Card Draw. Dann holen wir einen größeren Card Draw hier raus. Der einzige Card Draw ist der hier, das hier. Vielleicht nochmal Parallel City, wer weiß. Vielleicht kann man das ja noch gebrauchen. Statt. Ach, davon habe ich nur einen, okay. Dann nehmen wir halt das. So. Und dann probieren wir es. Wenn ich muss oder so jetzt langsam mal offscreen was machen. Sonst komme ich hier nicht zu Groudon und das sieht. Ist zwar auch nicht mehr weit, aber es braucht noch so viele Siege. Also legen wir am besten los und hoffen auf das Beste. Mit der Decke habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt. So, ihr seht das mal auch mal im Spiel in Aktion. Wie gesagt, es deckt einfach nur, wie ihr seht, hier einfach nur das hier ab. Ist eigentlich unwichtig, weil den Rest sieht man. Das ist ja nur die Plattform hier. Und den Gegner, die Karten, wann sieht man die? Wann sieht man die? So gut wie gar nicht.
Nur mit einer speziellen Karte. Wie gesagt, ich bin auf eure Reaktion gespannt. Ich glaube, da werde ich direkt erstmal auswechseln. War nicht schlecht, aber dafür habe ich jetzt nicht wirklich die passenden Karten. Gespannt, schafft er es jetzt? Ich muss gerade überlegen. Besiegen kann er ihn nicht, das ist schon mal gut. Oh. Machen wir das so. Dann Top-Elixier. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich lege trotzdem hier an. Kann sogar angreifen. Dann werde ich jetzt mal Troy holen und ein Pokémon und Energie. In der nächsten Runde hole ich nämlich Geistesbund, wenn es nicht hier drin ist. Reiß die Schaden! Was will man mehr? Werde wahrscheinlich die Kampffalle erstmal loben, weil die möchte ich jetzt gerne mal loswerden. Kann ich jetzt ein bisschen spitzeln. Ob Geistesbund da ist. So, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, das. Ja, ich bleib. Da kann er jetzt weniger draufsetzen. Ich würde sagen, Phantomwelle? Ich würde sagen, ja. Machen Phantomwelle. Ich denke mal schon, dass er das jetzt macht. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Ich wollte ihn einfach nur rauskitzeln. Doppelfarblos. Nice. Gut, dann können wir loslegen. Geraldine. Ich brauche deine Power. Und zwar den Geistesbund hätte ich gerne. Zack. Zack. Und seelische Unterbrechung. Nee, wie wird es das? Unendlichkeit. Wundervoll. Nehmen wir mal das. Und Fangbarriere. Machen wir das so. So,
Siegerkuss einmal bitte. Bringt das, wenn man von denen auch mehr hat? Ja, ne? Ich glaube, das würde funktionieren. Ich meine schon. Das wird jetzt auch wehtun, ne? Salto-Kick. 150 schon auf dem Konto. So, Siegerkuss. Und dann wird Lucario jetzt auch kaputt gehen. So, nächsten beiden. N und Muskelbot. Okay. Du entwickelst. Kein Problem. Yay. Mich wundert, dass du überhaupt noch was machst. Komm, ich provoziere den jetzt mal. Na komm. Jetzt ist aber genug. Ja. Hat trotz mit dem Mew ganz gut geklappt. Würde ich mal so behaupten. So, erstes Paket. Elf Punkte nochmal. Sehr schön. Ach, cool. Hab sogar noch eine Quest. Cool. Und nochmal 50. Jetzt geht's aber rund. 15? Ne, 10. Und weiter geht's. Wir wollen weitermachen. Ja, ich möchte anfangen. Dann würde ich lieber das Mio reinschicken. Zwei Karten ziehe ich gerne. Wasserkanal. Sehr schön. Paralyse, Schlaf oder Verwirrung oder Vergiftung. Ich glaube, ich gehe auf das, was ich jetzt bekomme. So, damit auch schön in den nächsten Runden. Was ist denn hier los? Boy, was machst du da? Backst du rum? Ja? Backst du rum? Naja, was soll's. Wir sollten das schnellstmöglich überdecken. Dieser Anblick hier. Was ist mit Troy nur los? Okay. Oh! Oh! Troy infiziert hier unsere Karten! Was ist hier los? Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Nehmen wir ihn hier. Ach, Mann.
Sorry für die Fehler, aber dafür kann ich leider nichts. Hol mal Troy wieder. Oh, warum? Wir müssen jetzt damit auskommen. Gerade überlegen. Splitterschuss macht mehr Schaden, ne? Jo. Ciana. Das sieht aus. Wir decken das jetzt einfach mal hier. Dieser Grafikfehler hier, der darf nicht sein, aber kann ich hier jetzt nichts ändern? Müsste ich ja das Spiel neu starten. Was mache ich denn? Komm, ich hol N und Energie. Nee, es hat nicht geholfen. Oh, da haben wir es ja. Vielleicht, wenn ich es entwickle. Vielleicht. Mal schauen. Hat keinen Effekt. Ein weiteres Mew. Okay. Ich werde jetzt trotzdem End spielen. Versuchen nochmal Top-Elixier zu spielen. Schon wieder nicht. Mann! So, rote Karte und machen das schon mal so. Und Phantomwelle, ne? Nee, Splitterschuss. Schwäche. Nutzen wir die Schwäche doch aus. Warum denn nicht? Wenn schon, denn schon. Trotz mit Grafikbug hier jetzt. Boah, das wird immer schlimmer. Ein Virus. Jetzt holt er seine EX-Pokémon raus. Meinst du, das bringt was? Zwar auch Schwäche, aber ich überlebe es noch. Heilen wir. Und dann Splitterschuss. So. Parallelstadt, Pokémon Fanclub. Bin mal gemein. So. Nein! Warum? Dip, dip, dip. Wutanfall. Ja, nehme ich doch in Kauf. Geil. Wutanfall, stimmt. Das ist mir egal. Hast verloren. Mein Mewtwo wird das schon regeln. Und da ist er auf dem Virus. Der wollte die ganze Zeit kämpfen. 30 Schaden reicht aus. Tschüss. Und
gewonnen! Wonderful! So will ich das doch sehen. Und damit habe ich auch die Quest erfüllt. Nochmal 35 dazu. Können wir alles gut gebrauchen. Wir brauchen mehr. Evolution. Da gibt es das meiste Geld. Und nochmal 50. Hallo, was ist jetzt hier kaputt? Ich weiß es nicht. Aber nehme ich doch gerne an. Tim Random Zahl. Ich hoffe mal, das war jetzt einmalig, dieser Fehler. Wenn ich Pech habe, muss ich tatsächlich das Spiel nochmal neu starten. Sehe ich zwar ungern, normalerweise würde ich immer gerne den anderen Phantomwelle, aber was soll ich machen? Ich wollte gerade sagen, es ist gleich schon vorbei. Regieis. Aber das Waschbar wird jetzt gleich erledigt sein. Kann das sein, dass dieses Splitterschuss stärker ist? Nein, ne? Meine nicht. Ich nehme schon mal Siegerkuss in die Hand. Und damit haben wir den ersten schon mal raus. Was ist das eigentlich? Er verhindert nur Schaden. Paralyse. Dann werde ich gleich mal die Paralyse... Oh ne, er wird jetzt erstmal das Arktos opfern. Ja. Er wird erst das Arktos opfern. Regieis ist seine einzige Chance. Ich bin am überlegen, würde... Nee, Schadenswechsel würde auch nicht funktionieren, da ja alle Angriffe dann negiert werden. Wie schaffe ich das? Es ist schwer. Wir greifen jetzt trotzdem an. Und schau mal, was er macht. Ich hab einen kleinen Plan im Hinterkopf. Jetzt hätte ich gerne Fluchtseil, ne? Oder Flordelis. Nächstes Splitterschuss Mewtwo. Ich entwickle jetzt schon mal, ist egal. Entweder tauscht er aus. Das ist auch gut. Er macht erstmal Eis finden. Nix.
Das heißt, er ist jetzt geschützt, ne? Glaube schon. Mache ich das? Jetzt ist das Problem. Regi Eis kann ich nicht besiegen, so ohne weiteres. Schadenswechsel würde auch nicht funktionieren. Also Splitshots würde jetzt nicht funktionieren, ja. Ach, Mann, dieses Regi Eis, ne? Verhindert einfach mal alles. Schadenswechsel würde auch nicht funktionieren. Ja, eigentlich habe ich schon verloren, weil ich nicht einen einzigen Schadenspunkt an Regi Eis machen kann. Und ich habe nicht mal einen so starken Pokémon, der jetzt sagen kann, ja, ich kann es mit Regi Eis aufnehmen. Ja, doch. Doch, einen habe ich doch. Aber dafür fehlt mir die Energie. Mio habe ich doch noch. Der die Angriffe hier imitieren kann. Brauche ich erstmal Energie. Da ich eh nichts mehr machen kann. Ah, dieses Regi Eis, ne? Ist wirklich ein Monstrum. Da kann ich nichts machen. Sturm des Widerstands ist echt eine hässliche Attacke. Oh Mann. Egal, ich muss jetzt meinen Plan in die Tat umsetzen. Psychokinese könnte auch funktionieren. Wie viel Schaden macht denn Psychokinese denn? Macht vielleicht zu wenig, ne? 50. Dieser Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte für jede anders verteilte Pokémon-Energie. Also nur 80 Schaden. 80 Schaden nur. Das ist nichts. Ich kann den auch nicht austricksen. Das ist das Problem. Ich kann ihn nicht mal austricksen. Gar nichts. Ja, komm, jetzt gewinnen. Doppelfloridis wird auch nichts bringen. Er kann mit Turbodreher auswechseln. Ja, gut. Ach, dieses scheiß Regi-Eis. Ich hasse es. Mann, es ist so immer. Ach.
Da hat man noch keine Chance. So ein blödes Eis-Pokémon, ey. Diese Fähigkeit. Da könnte ich nichts mehr machen. Doppelflodelis wird auch nichts bringen. Er hat dann Turbodreher, er kann auswechseln, er kann... Ja, dann ist eh schon gelaufen. Ich habe alles mögliche an Möglichkeiten ausgeschöpft und... Was soll ich da? Da kann ich nichts mehr gegen machen. Ja. Das ist ja schon mal interessant. Bodyguard? Ja. Jetzt habe ich mal einen Vorteil. So, mehr mache ich nicht. Kriegt die rote Karte. Ach ja. Top-Elixier. Was bringt ihm das? Samlovara kann doch alle Ex-Pokémon, auskontern. Verstehe den Sinn da nicht. Ach Mann. Schade, schade, schade. La la la. Hat er die da fertig, aber ja, kann aber auch nicht tun. Mensch, Energie oder sonst irgendwie eine Karte, die mir hilft. Thank you.
Ach ja, ist das spannend, dieses Duell. Alter. Oh, noch ein EX-Pokémon. Ein Promo-Eviltal. Das Shiny. Ey, warte, ich krieg hier keine Karten. Was ist das? Ja, wenn du nur EX-Pokémon hast, dann kannst du gar nicht gewinnen. Weil Bodyguard verhindert dir alles. Da kannst du so viel Schaden machen, wie du willst. Es bringt eh nichts. Es gibt nur einen Weg, entweder das zu vergiften oder sonstiges. Jetzt geht er auf das kleine arme Mew los. Ja, greifst du mal bitte jetzt an oder was hast du vor? Rote Karte. Das ist aber nett. Das ist nett. Ja, eine Karte gebe ich dir. Jetzt musst du wahrscheinlich... Brauchst du bestimmt ganz viel anderes Zeug. So, jetzt kann ich mal zurückschlagen. Zack, Psychokinese. 100 Schaden. Ja, okay. Nächster Angriff ist Groudon Down. Was war das? Was? Fick dich! Nein! Meine Fähigkeiten wurde... Diese Drecksau! Meine Fähigkeit! Ja, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Einfach so ausgetrickst. Hier, ich hab eine Hexe. Juck mich nicht. Hammer. Hammer. Muss man sagen. Hammerhart. Echt krass. Hat er wohl dran gedacht, falls sowas kommt, dass er auch eine Hexe im Deck hat. Nicht schlecht. Und Tausch, ja komm ey, ich hab da keinen Bock mehr. Ach, ist das eine Rotze. Da denkt man, man gewinnt. Bodyguard, von wegen, hier. Schieb dir direkt eine Hexe in den Arsch. Scheiße. Mann, wo? Mann, das ist unfair jetzt. Ich will gewinnen. Och, Groudon. Nagra hätte damit kurz einen Prozess gemacht, ey. Warum man von Flodelis? Thank you.
Schon wieder so Groudon. Kann ihn nicht mehr sehen. So, ich leg jetzt schon mal die beiden an und mach schon mal Phantomwelle. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bräuchte jetzt so langsam mal Mega Mewtwo. Von mir aus. Fick dich doch. Wieso benutze ich eigentlich noch Top-Elixier? Funktioniert doch eh nicht. Scheiße, ey. Nur in seltenen Fällen. Bei den Gegnern hat es bis jetzt immer geklappt. Voll unfair. Er hat was mit den Altarier vor. Was kann er im Psystrahl? Ein Verwirren. Gut, er gibt auf. Gut. Das ist nett von dir. Nein, was machst du da? Gut. So, nächste Runde. Nächste Runde. Ich fang an. Oh, das ist nett. Oh, nett. Und? Was ist das? Wieso funktioniert das nie? Ihr seid doch doof. Ihr seid doch doof, Top-Elixier. Ich mag euch nicht. Kalagladi! Okay. Okay, komm. Was soll's? Was wir haben, haben wir. Zwar jetzt ein bisschen doof, aber egal.
Bringt mir alles nix. Ich brauche neue Karten. Könnte noch mal dran machen, ne? Aber ich werde das so machen. Ich werde das so machen. Ah, verdammt, er kann ja entwickeln. Nein! Nicht! Hör auf damit! Boah, das wäre jetzt geil, wenn ich Flordelis bekommen würde. Nicht ganz. Überlege ich überhaupt noch? Ja gut, wenn der mächtiger Sturm macht, dann überlebe ich das, weil er macht dann 40 Schaden oder wie viel waren's? Weiß es gerade nicht. Miltang! Na, 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 na. Du bist nicht Flordelis. Da bin ich überzeugt von. Tja. Komm, ich weiß, dass du deinen Miltang reinschickst. Was? Wieso hast du deinen Miltang nicht reingeschickt? Bisschen plemplem, oder? 80 Schaden machen wäre sinnvoller. Ja, gut. Ja, gut. Aber... Dein Galagladi opferst du jetzt. Tja. War wohl nix. Ich bin gespannt. Es scheint wohl so eine Art Standarddeck zu sein, als am Anfang oder so. Keine Ahnung. Oh, wie süß. Wie süß. Pass auf, es funktioniert nicht. Ja, hab ich ja gesagt. Habe ich doch gesagt. Ach komm, weil...
Ich hab kein Flow Delis. Okay. Mann, das ist doof. Jetzt sind beide Flodelis hier drunter. Echt ätzend. Zack. Flodidels? Jawohl. Autsch. Das wird jetzt wehtun, 240 Schaden. Sind immerhin 60 Schaden. Da, 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 da. Ja, noch eine. Ich krieg die Krise. Was für ein Scheiß. Da verliere ich noch. Ach Mann, ist das eine Kacke. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht fair. Ja, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich habe jetzt wirklich nicht Lust. Die Stunde ist um. Ja, das heißt, ich muss jetzt mal langsam offscreen was machen. Sonst komme ich nicht wirklich vorwärts. Naja. Das ist nicht mehr viel. Ich muss unbedingt hier hinten noch hin. Ja, mal schauen. Es wird immer weniger. Also Wochenende sieht sehr knapp aus, weil da meistens ich aufnehme und
Rendern und Zeit und naja. Muss ich dann halt Montag, Dienstag, Mittwoch dann richtig reinhängen. Sonst habe ich keine Chance mehr. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.